Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu MXGP 2, das offizielle Motocross Videogame hier live von der Startbox gleich einmal. Nagel vor Cairoli, Villepot auf Febre, was will man mehr? Ich glaube, ich auf der 10 oder so. Und ich würde sagen, da starten wir auch gleich durch. Gleich am Anfang kurzes Info, morgen MX-mäßig Pause, das heißt Freitag geht es dann wieder weiter. Gleich einmal für alles Info, dass ihr gleich Bescheid wisst. Das ist ja das Mittwochvideo, genau. Donnerstag ist ein Tag Pause, Freitag geht es wieder weiter mit MX. So viel weiß ich schon einmal. Ob ich irgendwas anderes noch hochlade, weiß ich nicht, ob ich da noch was auf Reserve habe oder so. Aber ja, Mittwoch auf Donnerstag Nachtschicht. Deswegen komme ich leider nicht zur Aufnahme. Dass alle Bescheid wissen. So, dann Start frei. Los geht's. Dann wir raus hier aus der Box. Boah, da schneiden wir gleich mal rein. Jawohl, sehr gut. Schaut so aus. Ja, da kommen sie schon. Febresch, es gibt's nicht. Und Febresch schon wieder da. Ja, da ist einfach immer da. Das hilft nichts. So, konzentrieren da beim Springen. Schauen wir mal, wie wir die Runde ausschauen gegen die KI. Jetzt bleibe ich beim... Nein, oder? Die Scheißweißen. Jawoll, und da fliegen auch schon die anderen da draußen herum. Jawoll, ich liebe es wieder mal. Ah, ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Was ist los heute? Eieiei, ich weiß schon, das ist über diese Strecke. Da hatte ich schon so meine Probleme auch. Ich weiß auch nicht warum, aber... Aus irgendeinem Grund läuft es dann oft nicht so wirklich. Ich weiß aber gar nicht warum. Ja, diese... Ja genau, da schneiden sie rein, das wissen wir schon. Da könnte durchaus passieren, dass wir noch einmal abgeschossen werden auch. So, jetzt ziehen wir mal normal durch. Ja, schaut ganz gut aus. Ja, ich glaube, wenn wir da halbwegs gut durchkommen, schauen wir da von Speed her gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ich darf nur nicht stürzen. Ich könnte heulen. Schaut euch das an, es ist nicht zu fassen. Jetzt fahre ich da wieder raus. Ja, heute läuft es nicht. Schönen. Ja, da ist wieder die links. Ah gut, das kann durchaus passieren, dass ich die gar nicht hinkriege. Doch. Da muss man wieder leicht links ansetzen beim Sprung schon vor, aber das sieht man ja vorher nicht, das muss man einfach wissen. Eieiei, das ist wieder nicht so mein Kurs anscheinend. Ja, DLCs gibt es auch, danke für die Infos. Ich glaube zweimal ein Outfit um jeweils 2 Euro oder so und zwei Strecken um 7 oder 8 Euro. Ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Mal schauen, wenn es billig, wenn es verbilligt wird. Ich würde es schon gern dazu nehmen, die zwei Strecken. Weiß nicht, ob das wie beim MotoGP dann einfach nur so, also wenn die nicht in der Karriere dabei sind. Also dann brauche ich es auf keinen Fall.
Den Decker hier. Boah. Aufpassen hier beim Sprung jetzt wieder. Ja, jetzt weiß ich schon wieder die heiklen Stellen ein bisschen. Vielleicht können wir dann im zweiten Lauf ein bisschen mehr auftrumpfen. Wir müssen hier gerade raus. Ah, sehr schön. Ah, da ist schon Febre. Gar nicht ganz vorne dabei. Oh, das war nochmal... Ja, sage ich an meine Stelle. Das war schon mehr... Das war jetzt wieder mehr Glück als mit Verstand, denn gedacht habe ich nicht auf das Eck jetzt bewusst. So, zumindest mal das Feld ist mal ein bisschen weit auseinandergezogen. Also das, die Chance vom Abschießen... Die hat sich zumindest schon mal halbwegs gelegt, dass wir eben halbwegs nicht abgeschossen werden. Deswegen sehen wir hier auf der Gegenbahn dann immer schon ein bisschen das Verfolgerfeld auch. Oh, 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 oh. Was ist denn da wieder? Jetzt bin ich da wieder zu langsamer aus bei, bei der Variante hier. Bei der Heizungsstab-Variante. So, da sind wir mal durch. Start und Ziel hier rauf, muss man auch ein bisschen lupfen, denn dass man da nicht wegbricht beim Durchbeschleunigen. Vielleicht weiß jetzt jemand von euch, ob die zwei Strecken in der Karriere auch mit inbegriffen sind oder so wie bei MotoGP, also die man einfach nur so fahren kann. Diese DLC-Strecken, die zwei. Also wenn sie in der Karriere dann mit inkludiert sind, würde ich es mir fast überlegen. Aber haben die das Spiel jetzt rausgebracht, wo vielleicht zwei Strecken, was normal dabei sind, gar nicht dabei sind? Aber das war es ja beim MotoGP nicht. Die haben es nur so, glaube ich, reingebracht. Da war es Estoril und Donington und... Ich weiß gar nicht genau. Und Laguna Seca, glaube ich, dass er jetzt auch nicht mehr dabei war. Ist das hier so ähnlich? Aber bevor ich das einmal zumindest nicht weiß, kaufe ich sicher nicht um 8 Euro zwei Strecken, die ich dann vielleicht so in der Karriere nicht fahren kann. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das gibt's ja nicht. Der schiebt mich einfach raus. Der schiebt mich einfach raus. Ja, bei so einer Aktion werden wir immer zurückspulen. Ja, super. Die Aktionen hasse ich wie die Pest. Das Rausschieben. Ja, ich kann mich erinnern, auf der Strecke habe ich immer schon meine Probleme gehabt auch. Sieg möglich ist einmal auf jeden Fall. Wenn wir im zweiten Lauf vielleicht gut wegkommen. Ja, sind wir schon in der letzten Runde. Wenn wir da gut wegkommen. Vielleicht. Okay, bitte. Es ist nicht zu glauben. Jetzt springe ich wieder da raus. Katastrophenrennen hier. Ja, nicht nur ich, sondern okay, ich spring da raus, die checkt's auch nicht, ist gleich blöd wie ich.
Freude! Ja, tut mir leid. Ein Fail nach dem anderen. Da liegt der nächste! Es war die Deck, die zwei KTM-Piloten. Der ist auch auf einmal auf der Nase gelegen anscheinend. Die Strecke mag mich irgendwie nicht. Ja, komm, jetzt geht's mir aber auf die Nerven hier. Wie hier? Was war das? Okay, Roli kommt auch nicht in Tritt hier irgendwie, obwohl er Status und technisch gar nicht so schlecht unterwegs war. So, jetzt gehen wir auf volles Risiko. Ah, das war wieder um Stollenbreite, glaube ich, gefühlt zu wenig, oder? Ja. 7,47 zu 7,63. Scheiß Dreck. Dessal nagelt auf Febre 4. Sehr schön. Und gleich weiter. Moment mal. Kurze Übersetzung. Ja, ist eh egal. Probieren wir es mal, dass wir nächstes den Start auf jeden Fall gut hinbekommen. Das riskiere ich jetzt. Ich kann mich da eh nicht erinnern, dass jetzt irgendwo so eine extrem geile lange Gerade war. Und wenn, wird es jetzt auch nicht so viel ausmachen. So, zweites Rennen. Jetzt probieren wir es noch einmal. Guter Start und dann selber nicht den Fail machen. So, bis hierhin geht es ja mal ganz gut. Und hoffentlich schießt mich auch keiner ab. Whole Shot schon wieder. Sehr schön. Also ich habe vorher was anderes gesagt, ich weiß gar nicht mehr. So, wenn wir jetzt hier alleine, ohne Sturz, mal schauen, ob wir das hinbekommen, dass wir da vorne bleiben. Hier auf Safety ein bisschen fahren. Springe ich da wieder fast, das gibt's ja nicht. So, hier nicht wieder stürzen, so waren wir auch schon weg. Ja, wahrscheinlich bin ich dann zu langsam, wenn ich hier so Safety fahre. Nicht in die Scheiße da rein, das gibt's ja nicht, sorry, aber... Ah, hier die Links. Ich hab's noch ein bisschen geahnt fast. So, spät bremsen, dass mich da keiner direkt abschießt. Keine Rolle diesmal hinter mir, ja, bitteschön, sehr schön. Wieder runter. Ja, das passt schon mit der kurzen Übersetzung. Ja, dann kommen wir auch hier schön raus, genau. Boah, da schießt er vorbei hier. Aber Kiroli ist mir noch relativ egal. Ich glaube, Max Nagel hinter uns noch. Der wäre mir auch noch egal. Und ich habe die Runde jetzt gut überstanden. Beschreiben wir es nicht. Drück mich jetzt nicht nieder, Kairoli. Gibt's ja nicht. Wieso? Was ist denn da los? Ich lande, schau, ich lande ganz gerade. Beschleunigt vielleicht ein bisschen und auf einmal bekommt er einen Ruck. Und biegt aber sowas von dermaßen ab. Wir sehen schon, wie ich gegenlenke. Und genau da muss wieder so ein scheiß Ding sein. Wenn der nicht gewesen wäre, hätten wir es vielleicht sogar gerettet. Der steht ja wieder ganz super, auch da genauso nimmt er genau im Verlauf der Werbetafel hier. Unfassbar. So, jetzt schauen wir noch einmal. Jetzt drücken wir mal nix. Ja. Das gibt's doch nicht.
Vielleicht ziehen wir es jetzt durch. Aber nicht auf der Strecke. Schon wieder, da wieder schön links abbiegen. So, da springen aber ein paar raus, das ist gut für mich. Dass da nicht alle so gut drauf sind auch. Bob Schäfer ist hinter uns, wo ist Nagel hin? Komm, 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 nicht da drängen. Aber da ausfahrt ein bisschen Luft und nicht komplett oben bleiben. Dann kann man das auch ein bisschen besser dosieren und einlenken und alles. Schon langsam wird's, ja. Na, hier die Stelle. Jetzt hat's wieder funktioniert. Ja, wieder mit der Gefahr nach links abzubiegen. Kämpft er sich durch, Caroli. Oh, Glück für Caroli, da wäre er auch fast reingefahren. So, Nagel, glaube ich, hinter mir. Und Bob Schäf zu zweit beide. Schon ein bisschen Abstand, sehr gut. Und absetzen kann ich mich definitiv nicht von Caroli, der hat da ziemlich den gleichen Speed insgesamt auch. Danke, wieder zurück. Nicht wieder so eine billige Aktion. Was ist denn da schon wieder? Immer biege ich ab. Bin ich zu blöd? Schön. Unfassbar. Jawohl, da konnten wir uns durchsetzen. Jetzt will er wieder da hinten. Eieieiei. Ich sag's euch, Freunde, gewisse Strecken, da kriege ich die Krise. Ach, Caroli springt raus. Jawohl. Runde 4. Geht jetzt wieder los? Nein, noch alles im Lot. Da springen wir beide raus. Aber da kann man sich auch nicht am Vordermann orientieren anscheinend. Weil der auch nicht die Dinge immer trifft hier. Thank you.
das müsste man noch ein bisschen anders nehmen, glaube ich, vom Schwung her. So, jetzt geht es in die letzte Runde, weil wir noch immer hinter Carole sind auch. Könnte man aber durchaus dann die letzte Kurve ihn wieder überholen, auch dort. Außer für wir fahren jetzt gleich vorbei. Nagel überholt auch Carole, das gibt's ja gar nicht, oder? Da war er jetzt die ganze Zeit vorne. Ja, ist er noch da. So, leichten Vorsprung haben wir. Ich frage, wie lang. Die ist einfach nicht zu merken. Unfassbar. Gott sei Dank ist die letzte Runde auf der Strecke. Nein. Ist jetzt vom Layout eh ganz geil mit dieser Headspirale da, aber aus irgendeinem Grund der ist auch ein bisschen zu eng wahrscheinlich. Das ist oft das Problem auch. Gibt es gerade ein bisschen breitere Strecken. Ja, und plötzlich Nagel erster. Aber wie gesagt, wir könnten ihn noch in der letzten Kurve abfangen. Oder hier schon. Und da gewinnen wir tatsächlich das Rennen, ja. Ja, natürlich mit ein paar den einen oder anderen Zurückspuler, aber da ist mir zu viel auf die Nerven gegangen. So, Nagelkeroli, Bob Schaef, Faber, Goldenhoff, Paulin, ja, sehr schön, Desal nur 9. Nagel gewinnt hier, sehr schön, ja, jetzt kommt er wieder ein bisschen in Fahrt, aber Desal und Keroli, ja, Keroli gleich viele Punkte wie Faber sogar, also, ja, gut. Wir konnten ein bisschen was gut machen. Ja, ansonsten keine Verschiebungen hier. Wunderbar. Bis P5 hier. Max Nagel. Perfekt. Ja, sorry, das war nicht so gut. Ich habe auch ein paar Mal aufgeregt hier auf der Strecke jetzt. Kann nur besser werden fürs nächste Mal. Deswegen machen wir auch gleich morgen einen Tag Pause. Ja, wo geht's hin? Nach Assen. Ja, Assen ist ja eh geil, Freunde. Assen ist geil, das wird besser. Das wird besser. Aber diese italienische Strecke, nein. Ich glaube, das wird nie meine werden, aber irgendwie müssen wir es auch schaffen. Naja, haben wir ja irgendwie hinbekommen, sogar mit dem Sieg jetzt. Aber gut. Das lassen wir hinter uns. Wir freuen uns auf den Freitag. Dann fahren wir in Assen. Danke, bis dann. Ciao, ciao.